ich bin einmal in Mexiko im Urwald über einen Stein gestolpert und auf diesem Stein war eine Inschrift eingeritzt. Und zwar von Francis Bacon stand da: Wer die Natur beherrschen will, der muss ihr gehorchen. Unsere Planungsweise ist die Vielfalt hier eben auch dadurch zu erhöhen, dass wir verschiedenste Lebensräume erhalten, pflegen und gestalten. Eine der Grundlagen der Permakulturgestaltung ist eben die Vielfalt. Wir haben eben nicht die Trennung hier, auf der einen Seite ist unsere Landwirtschaft, auf der anderen Seite ist unser Naturschutzgebiet, sondern wir versuchen, die möglichst miteinander zu verzahnen. Der Versuch ist auf jeden Fall auf Schloss Thürnich, die beiden Elemente, wirtschaftlichen Betrieb auf der einen Seite und Ethik und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite zusammenzubringen und zu einer Erfolgsstory zu machen. Wirtschaftlichkeit ist erstmal enorm wichtig, denn wenn das Ganze nicht wirtschaftlich läuft, läuft es gar nicht. Ich bin gegen eine Kommerzialisierung, die Sachen kaputt macht. Aber wenn das dem Ort, den Menschen gut tut, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, dass das kommerziell läuft. Und muss es ja auch. Auf Schloss Thürnich haben wir die tolle Gelegenheit zu zeigen, dass Permakultur nicht nur irgendeine Spinnerei ist, sondern dass es wirklich etwas ist, was man auch professionell betreiben kann und was man produktiv, also monetär produktiv betreiben kann. Ich finde, dass wir eine andere Landnutzungsform gerade in der Landwirtschaft brauchen. Ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Ort, wo man mal sehen kann, wie es gehen könnte.